Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das neue Säuglings-Update ist jetzt schon fast 2 Wochen her. Deswegen dachte ich mir, es gibt doch bestimmt inzwischen schon ein paar Custom-Content-Kreationen für die neue Altersstufe. Ich habe mir ein paar Seiten und Creator schon mal rausgesucht, habe aber versucht, mich doch nicht spoilern zu lassen. Also wir werden jetzt einfach mal gemeinsam schauen. Und als allererstes schauen wir dafür auf der Patreon-Seite von Little Tots. Das allererste, was wir hier sehen, ist tatsächlich für Säuglinge und es ist ein kleiner Hoodie. Und guckt mal, wie süß der ist. Der kommt definitiv mit. Und es geht ja noch viel besser weiter. Guck mal, diese Latzhose. Ja, das müssen wir... Oh mein Gott. Okay, es ist für Toddler. Also für Kleinkinder und nicht für Säuglinge. Aber ja, I'm sorry. Es muss auch mit. Das ist ja mal so knuffig. Das kommt auch mit. Und das passt ja sogar perfekt dazu. So eine kleine Mütze und eine Hose. Och Leute, ich bin jetzt schon verliebt. Und hier auch. Och, die Hasenöhrchen. Oh. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, ich brauche gar nichts dazu sagen. Nein, wie süß ist denn bitte dieser Hut und allgemein mit den Söckchen und... Oh, das war es auf dieser Seite tatsächlich schon mit den Säuglingen. Hier kommen noch ein paar super, super süße Kleinkindsachen. Also ich werde hier im Nachhinein definitiv noch einmal vorbeischauen und noch ein paar Sachen runterladen. Aber in diesem Video soll es ja wirklich eigentlich nur um die Säuglinge gehen. Ich werde euch die ganzen Seiten, wo ich dann CC shoppen war, übrigens auch alle in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr das alles auch besser finden könnt. Und wir werden uns alle Sachen nochmal ganz zum Schluss selber im Creative Sim anschauen. Als nächstes sind wir auf jeden Fall auf der Patreon-Seite von Jelly Paws gelandet. Und das erste hier habe ich tatsächlich schon gesehen, aber Leute, es ist großartig. Es ist nur so ein kleines Detail, aber es ist einfach so ein Clip für die Nabelschnur. Es ist einfach nur großartig, vor allem für Storytelling. Deswegen, ja, kommt das auf jeden Fall mit. Es geht hier auf jeden Fall weiter mit Wimpern und so ganz, ganz klein, so ein Mini-Detail und auch das finde ich großartig. Also auch die kommen direkt mit. Wow, und Haare. Das ist ja so süß. Oh, wie krass ist das denn? Eine Narbe von einer Herz-OP. Da würde mich dann ja jetzt mal interessieren, ob die dann auch für die anderen Altersstufen ist oder nur für die Säuglinge. Wäre natürlich cool, wenn die dann auch bleibt. Aber es ist einfach großartig. Und hier haben wir ein paar Jeans, die mit Farbe bespritzt sind. Auch einfach süß. Und hier haben wir tatsächlich auch den allerersten Skin. Das Ganze werden wir uns dann im Game nochmal angucken, ob mir das auch so gefällt. Hier sieht es auf jeden Fall ganz süß aus, aber ich muss sowas immer nochmal selber im Spiel sehen. Und hier haben wir tatsächlich auch noch ein zweites Face-Overlay. Also gilt genau das gleiche wie bei dem anderen. Muss ich mir nochmal im Spiel angucken, aber wir nehmen es auf jeden Fall erstmal mit. Noch ein Skin. Ja, also nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Und hier haben wir noch einen weiteren Skin. Also wie gesagt, die Skins nehmen wir erstmal alle mit, aber gucken wir uns alle nochmal genauer an. Also hier auf dieser Seite ist auf jeden Fall sehr, sehr viel in Richtung Skins und Gesichter und sowas. Finde ich auf jeden Fall mega, mega cool. Oh, wie süß ist das denn? Und hier haben wir so einen kleinen Knutfleck von der Mami auf der Wange. Ja, das kommt auf jeden Fall auch mit. Super niedlich. Das war es aber auch tatsächlich mit den Sachen für die Säuglinge. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter zur nächsten Creatorin, die sowieso eine meiner absoluten Lieblings-Creatorin vor allem für Skins und so weiter ist. Oh, wie süß ist das denn? Das ist ja perfekt für Karneval und sowas. Och Leute, guckt mal diese Erdbeere als Nase. Ich kann nicht mehr. Und dann geht es hier auch direkt weiter mit Augenbrauen, Skins und so weiter. Also da hat die Creatorin wohl einfach ihre Skins geupdatet. Die werde ich mir jetzt auf jeden Fall einmal alle runterladen. Und das war es dann tatsächlich auch erstmal schon wieder mit dieser Creatorin. Wie gesagt, das sind halt alles noch nicht viele Sachen, aber ich finde es großartig, dass die da trotzdem so schnell sind und schon einiges rausgebracht haben. Es geht weiter und hier habe ich tatsächlich einen Link gefunden, wo es einen weiteren Skin gibt und ich finde den sowas von süß. Also hier sehen wir, wie das alles ohne aussieht, dann mit und mit Blush und dann einmal nur mit. Großartig. Also wenn es so gleich wirklich auch in meinem Spiel aussieht, dann bin ich verliebt in diesen Skin. Deswegen kommt der auf jeden Fall mit. Kommen wir auch schon weiter zu einer Creatorin namens Chiara Zirk. Oder Zurk, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es hier wohl Frisuren gibt und allein das finde ich schon großartig. Ich meine, klar, man muss gucken, wie realistisch das dann ist, dass Säuglinge schon so viele Haare haben. Aber wir können uns das Ganze ja erstmal runterladen und es uns selber im Spiel angucken. Auch diese Frisur ist unfassbar süß. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen Sorge, dass sie dann zu sehr aussehen wie die Kleinkinder. Aber wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Wir befinden uns auch direkt schon wieder auf der nächsten Seite und hier gibt es auch kleine Babybrows. Also halt Augenbrauen für die Säuglinge, denn mir ist auch schon aufgefallen, dass die normalen Augenbrauen, die mit dem Spiel kommen, für die Säuglinge schon ein bisschen sehr merkwürdig aussehen. Und die hier sind definitiv sehr, sehr niedlich. Also werden wir uns das Ganze einmal runterladen. Und da das auch das einzig Interessante auf der Seite war, machen wir direkt weiter mit Raven Sim. Auch hier dürfte es, meine ich, vor allem Frisuren geben und ja.
Oh mein Gott, Leute, guckt euch diese süßen Löckchen an mit dem kleinen Dutt. Tiana, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist einfach Tiana. Wie perfekt ist diese Frisur bitte? Also das kommt sowas von mit und nein, ist das niedlich. Guck mal, wir haben hier so kleine Strähnchen. Oh, das ist so süß. Ja, was soll ich sagen? Ich bin absolut in love. Wow. Aber gibt es diese Frisur nicht sowieso? Nee, die hat hier so ein Herz. Ich glaube, das ist anders. Gucken wir uns auf jeden Fall später auch genauer an. Aber ich meine, das ist doch ein bisschen anders. Süß. Und hier haben wir noch zwei weitere Frisuren. Die kommen auch auf jeden Fall mit. Wir gucken mal, ob es noch weitergeht. Oh, es ist auch leider wieder für Kleinkinder. Was heißt leider? Also für Kleinkinder ist ja auch immer super. Aber haben wir nicht gerade noch von Tiana gesprochen? Also auch wenn es für Kleinkinder ist. Aber man kann ja nie früh genug anfangen. Das war es auf jeden Fall auch mit den Säuglingssachen. Hier sind auch ganz, ganz viele andere tolle Frisuren für Kleinkinder. Also lohnt sich auf jeden Fall mal hier vorbeizuschauen. Aber wir schauen jetzt auf der letzten Seite vorbei, die ich vorbereitet habe. Und zwar haben wir hier dieses super süße Haarband. Und ja, was soll ich sagen? Auch das muss natürlich sofort mit. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen runtergescrollt. Und hier sind sogar kleine Schnullis. Oh, das ist ja auch super niedlich. Oh, und das gleiche haben wir hier sogar nochmal in Schief. Mega süß. Das war es aber auf jeden Fall erstmal mit den Creatoren, die ich vorbereitet habe. Falls ihr noch weitere Custom-Content-Sachen gefunden habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schickt mir auch sehr, sehr gerne einen Link dabei. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, wir schauen uns das Ganze selbstverständlich einmal im Create a Sim an. Wir haben hier jetzt einfach mal Eliza Pancakes als Säugling und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Okay, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal die ersten Sachen. Und es geht los mit Frisuren. Die allererste ist diese hier. Und ja, tatsächlich ist es sehr, sehr viel Haar für einen Säugling. Aber vielleicht, wer weiß, vielleicht hat man ja mal irgendwann irgendjemanden, wo es passen könnte. Und das hier ist die nächste Frisur. Aber die finde ich schon sehr, sehr süß. Wir haben hier außerdem zwei so kleine Zöpfchen. Sind auch super, super knuffig. Und dann haben wir hier noch diese geflochtenen Zöpfchen. Auch voll süß. Jetzt kommt meine absolute Lieblingsfrisur. Oh, die ist wirklich perfekt. Stellt euch das einfach mal wirklich für Tiana vor. Das ist so super süß. Als nächstes haben wir hier auf jeden Fall noch diesen großen Dutt. Ist auch sehr, sehr viel Haar. Aber vielleicht passt es ja zu dem einen oder anderen Sim. Keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall erstmal drin lassen. Und hier haben wir dann die Frisur mit dem kleinen Herzchen auf dem Kopf. Also es ist tatsächlich ungefähr diese, eigentlich genau diese, nur dass hier die Haare halt so sind. Und hier haben wir dann hier ein kleines Herzchen, super süß. Zu guter Letzt haben wir dann noch zwei kleine Dutts, auch zwei kleine Herzchen. Also ich muss sagen, diese hier, die und diese hier, das sind auf jeden Fall meine drei Favoriten, was die Haare betrifft. Schreibt mir an dieser Stelle doch gerne mal in die Kommentare, welche Frisur euer Favorit ist. Bei den Hüten haben wir tatsächlich auch einiges. Und zwar haben wir einmal diese super süße Mütze. Wow, die ist wirklich knuffig. Auch mit den verschiedenen Swatches, alles im Blumenmuster. Richtig, richtig süß. Auch das hier, mega niedlich. Das Ganze haben wir noch in Schlicht. Da gibt es nur ein Swatch. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Blumen so extrem verschwommen sind. Aber ich glaube, so von Weitem fällt das gar nicht auf. Wir haben hier dann auf jeden Fall noch diesen kleinen Hut, den es ja tatsächlich auch für die Kleinkinder gibt. Zumindest so ähnlich, glaube ich. Auch in verschiedenen Farbvariationen. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und hier haben wir die Mütze mit den Häschenohren. Und hier haben wir tatsächlich noch ein Accessoire für diese Frisur hier. Also wenn wir das anmachen, dann haben wir hier noch so zwei kleine Schleifchen als Zopfbänder. Ja, also so gefällt mir diese Frisur auch sehr, sehr gut. Vielleicht zähle ich die dann auch noch zu meinen Favoriten. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal weiter und gucken, was wir denn vielleicht bei den Skins heruntergeladen haben. Es gibt hier auf jeden Fall diesen Skin und der macht diese Babys einfach so ein bisschen speckiger. Denn Babys sind ja oft nun mal so ein bisschen, ja, speckiger im Gesicht quasi. Und das macht das schon eigentlich ganz gut, finde ich. Wir haben ja aber auch noch die Skins von Twisted Cat, die dann halt für die Säuglinge angepasst wurden. Finde ich auch extrem cool, dass es dann halt wirklich über die Altersstufen immer weitergeht. Und ja, also so viel gibt es hier dann auch nicht zu zeigen. Es sind halt alles nur Skins. Finde ich aber auf jeden Fall extrem cool. Der ist ja süß. Guckt euch den mal an. Oh, das ist ein bisschen rot. Aber so generell mega süßer Skin. Wir gucken uns jetzt aber auf jeden Fall auch nochmal die Augenbrauen an. Denn genau das ist es, was ich meinte. Also die Säuglingsaugenbrauen sehen schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ich meine, klar, Säuglinge haben eigentlich noch gar nicht wirklich Augenbrauen. Und das ist auch genau das, was hiermit ausgedrückt werden soll. Aber wir gucken einfach mal, wie das hier denn aussieht. Und ja, das ist schon
Ein bisschen niedlicher. Oh, wie cute. Wobei wir hier jetzt tatsächlich auch die ganzen anderen Augenbrauen zur Auswahl haben. Ich hatte das Gefühl, dass als ich das erste Mal hier reingeschaut habe, dass hier nur diese komischen Augenbrauen waren. Aber ich weiß es auch nicht. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich mache den Hut auf jeden Fall nochmal ganz kurz weg und entscheide mich jetzt einfach mal für diese Frisur. Denn bei den Accessoires haben wir tatsächlich diese super süßen kleinen Haare. Och, das ist so niedlich. Oh, das ist so ein kleines Detail, aber es macht einfach so viel aus. Es ist einfach so knuffig. Entschuldigung. Aber ich könnte wirklich ausrasten. Es ist... ich kann nicht mehr. Und beim Make-up haben wir dann tatsächlich diese kleinen süßen Sachen, wie die Erdbeernase. Och, das ist so süß. Also es ist natürlich nichts, was man jetzt irgendwie im Alltag benutzt. Aber vielleicht wirklich, wenn mal Karneval ist oder so, dass man den Kleinen dann einfach so ein kleines Erdbeernäschen geben kann. Finde ich super niedlich. Hier haben wir auch noch die Wimpern. Ja gut. Die gefallen mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also die sehen schon sehr extrem aufgezeichnet aus. Also ich denke mal, die werde ich wieder rausschmeißen. Aber so unbedingt brauchen die Säuglinge ja auch keine Wimpern. Und bestimmt kommt da auch noch ein Update von den Wimpern, die ich ja sowieso im Spiel habe. Also das Ganze werden wir einfach mal abwarten. Nun wollen wir aber doch auf jeden Fall mal gucken, was ich denn so an Klamotten heruntergeladen habe. Und da haben wir auf jeden Fall diesen Pullover, der schon sehr arg schwarz ist. Geht so ein bisschen in Richtung Alpha CC, habe ich das Gefühl. Also der gefällt mir jetzt nicht so gut, aber wir gucken erstmal weiter. Und da haben wir ein ganz normales T-Shirt, ist niedlich, aber nichts Besonderes. Das war es aber auch bei den Oberteilen. Vielleicht haben wir noch etwas, ja, bei der Beinkleidung haben wir auf jeden Fall noch diese kleine süße Leggings, die perfekt zu diesen Hüten passt, die wir auch schon aufprobiert haben. Und wir haben hier tatsächlich auch noch die Jeans mit den Farbspritzern. Das ist, glaube ich, auch eine richtig, richtig coole Sache, wenn man vielleicht mal ein Zimmer hat, die Mama oder den Papa, der richtig gerne malt und dann, ja, da geht halt mal was daneben, vielleicht auch aufs Kind, ups. Aber wir wollen auf jeden Fall auch nochmal gucken, ob wir noch ein paar Sachen bei den Kombinationen haben. Und ja, also diese Latzhose, die muss ich sagen, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Auch dieser Onesie ist wirklich süß. Also so als komplettes Outfit mit den Hüten und so weiter. Genauso wie das hier. Und auch das hier nochmal ist schon sehr, sehr süß. Hierzu haben wir auf jeden Fall auch noch die passenden Socken, was ich auch wieder richtig knuffig finde. Und was wir hier noch haben, ist dieses Bauchnabelding. Und ja, also es soll wirklich so eine Klammer darstellen, die die Nabelschnur abklemmt. Und ja, wie gesagt, es ist einfach so ein super süßes kleines Detail. Das war es auf jeden Fall. Wie gesagt, die Ausbeute war jetzt noch nicht riesengroß, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da alles noch kommen wird. Ich rede jetzt auf jeden Fall nicht weiter um den heißen Brei und sage deswegen ganz kurz und knapp Tschüss und bis zum nächsten Video.